Auch Salat gehört auf den Grill. Zumindest wenn Marc Balduan den Ton angibt. Beim Grillseminar am Montagabend auf dem Brune-Metger Verlagsgelände in Wittmund war das definitiv der Fall. Eigentlich ist der Berliner gelernter Koch, gilt aber mittlerweile als Grillmeister. Sein facettenreiches Wissen gibt er gerne weiter. Wir werden heute den Leuten zeigen, wie man mit geschlossenem System arbeitet. Das heißt, wir haben Grills mit einem Deckel. Ja, und den machen wir beim Grillen natürlich zu. Und dadurch können wir auf dem Grill Sachen machen, die man auf einem offenen Grill nicht machen kann. Das heißt, wir können größere Bratenstücke machen. Wir werden nachher ein ganzes Hähnchen drauf machen. Selbst kurzgebratene Sachen, die wir auf den Grill legen, werden durch das geschlossene System einfach besser im Nachhinein. Und ja, wir werden nachher einen Kuchen drauf backen. Ja, also komplett alles das, was man sonst in der Küche macht, setzen wir auf den Geräten um. Balduan ist nicht nur Seminarreferent, sondern grillt auch in seiner eigenen Webshow Hack and Roll. Das größte gängige Grillklischee? Ja, viele löschen immer noch ab, wenn Flammen aufschlagen, auch auf dem Gasgrill und so. Und da ist halt das größte Problem. Das Problem ist gerade beim Kohlegrill, dass man, wenn man da ablöscht, die Flüssigkeit da unten auf die Kohle tropft, die verdampft und durch den Dampf steigt ja die Asche mit nach oben ans Grillgut. Und dann haben wir die Asche am Grillgut und nicht mehr nicht mehr unten. Und die Asche ist krebserregend, die wollen wir da nicht dran haben. Das ist eigentlich der größte Fehler. Wichtig ist halt, hochwertige Produkte zu nehmen, ja, selber marinieren und dann können auch kurzgebratene Sachen extrem lecker sein. Einfach mal ausprobieren mit verschiedenen Zutaten, mit verschiedenen, verschiedenen Beilagen, gewisse Sachen einfach aufwerten und dann passt es. Wichtig ist, dass es einen schmeckt. Sagt der Mann, der den Kauf seines ersten Kugelgrills als einschneidendstes Erlebnis seines Lebens bezeichnet. Gerade beim Grillen mit geschlossenen Systemen besteht oft Nachholbedarf. Viele haben natürlich schon ein bisschen Wissen vorweg, was das Grillen betrifft, auch mit geschlossenem System. Viele sind völlig unbedacht, ja, die haben sowas noch nie gesehen, warum grillen wir mit geschlossenem System. Das ist immer von bis, also da kann man jetzt nicht drauf festlegen. Allerdings darauf, dass die Teilnehmer am Ende eines langen Abends durchweg zufrieden den Heimweg antraten.